Ein qualitativ hochwertiger Rucksack, der für manche Situationen wirklich sehr gut durchdacht ist und gleichzeitig noch mit den guten Umweltbedingungen von VD daherkommt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast bei diesem kleinen Video. Und das hier ist ein kleines Schmuckstück, was ich schon sehr lange in Benutzung habe und mir mal geschenkt worden ist. Namentlich geht es um den VD Powder. Das ist tatsächlich ein Auslaufmodell-Rucksack. Der gibt es noch einen Link. Da ist er relativ günstig im Vergleich zu sonstigen Preisen, die VD so für seine Rucksäcke nimmt. Schau da gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Und ich werde euch jetzt erstmal die harten Fakten zu diesem Ding hier erzählen. Wie erwähnt, habe ich den Rucksack schon einige Zeit. Es müssten jetzt knapp 3 Jahre im Gebrauch sein. Dabei hat er schon etliche Touren mitgemacht. Und bis jetzt gab es qualitativ keine Einbußen. Das überrascht mich aber auch nicht, weil bei VD ist alles immer qualitativ sehr gut. Die Nähte sind top, aber dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir uns das Material genau anschauen. Wir haben hier einen gelben Rucksack. Das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Man fällt mit Gelb ein bisschen mehr auf, auch wenn gleich dieses Gelb ich sehr schlicht gehalten finde. Wobei man auch sagen muss, dass es natürlich mit der Zeit sehr dreckig geworden ist. Es war vorher mal heller. Und dass man dadurch natürlich eine Signalwirkung hat, wenn man zum Beispiel in alpinem Gelände gerettet werden möchte oder so, ist das vielleicht besser. Wenn man aber gedeckter unterwegs sein möchte, dann greift man vielleicht eher zur Anthrazitlösung. Die gibt es nämlich auch. Wir haben hier einen 34 Liter Rucksack mit ungefähr 60 in der Höhe, 32 in der Breite und je nachdem wie er natürlich befüllt ist, auch gerne mal bis 25 in die Tiefe. Wir haben hauptsächlich Nylon Ripstop Gewebe, das sehen wir hier einmal in der Nahansicht. Ihr seht das hier, Ripstop-Gewebe, und wenn es nicht Ripstop-Gewebe ist, dann sehr dickes, sehr robustes Nylon-Gewebe. Und die ganzen Nähte, die sind wirklich top verarbeitet, da kann ich überhaupt nicht meckern. Alles in Ordnung und der hält und es reißt nichts. Das Wichtigste am Rucksack mit den Nähten zusammen ist das Tragesystem. Das ist bei dem hier etwas rudimentär ausgefallen, das ist aber in Ordnung. Wir haben natürlich einen 34 Liter Rucksack, das heißt, er ist nicht gemacht worden für Kilos jenseits der 12. Also bis 12 ist es in Ordnung und für den Grad sind die Schulterpolster auch in Ordnung ausgepolstert. Wir haben dann hier hinten drauf mehrere dieser Meshpolster nochmal, die machen das sehr angenehm. Und ansonsten haben wir eine Platte hinten drin. Ich weiß nicht genau, was es ist, ob es Pappe oder Plastik ist, wo dann 2 Alustreben drin verarbeitet worden sind. Das Ganze gibt gut Halt. Aber es ist natürlich auch nicht ein Tragegestell, das an einen Schwerlastrucksack wie zum Beispiel ein Taschef Mount rankommen würde. An den Schultergurten haben wir Lastenkontrollriemen, immer gut, D-Ringe, einen Brustgurt und natürlich noch verstellbare Gurte. Dann haben wir unten Hüftflossen, die sehr dünn ausfallen. Wie gesagt, kein Schwerlastrucksack, aber selbst für die Hüftflossen nochmal Lagekontrollriemen. Und dann können wir das Ganze natürlich zumachen und so extra Gewicht auf die Hüfte bringen. Wobei ich auch sagen muss, dass diese Hüftflossen für die Dünne und für die Größe des Rucksacks relativ lang ausfallen. Das heißt, das ist ja das Hauptsächliche, was wir brauchen, dass wir einmal rumkommen schön und überall das Gewicht drauf verteilen können. Das heißt, ja, bis 12, sogar teilweise 14 Kilo ist das mit dem Rucksack absolut kein Problem. Da sind diese Hüftflossen meiner Meinung nach ausreichend. Wir haben hier den Deckel, einmal aus der Hinteransicht und hier haben wir ein kleines Fach, übrigens alles YKK-Reißverschlüsse und sehr gut gängig, haben wir hier einmal einen eingebauten Clipsband, möchte ich sagen, mit dem wir oben nochmal etwas extra befestigen können, je nachdem wie wir das machen wollen, eine Rolle etc. Dann haben wir ein normales Deckelfach, gibt es nicht viel zu sagen, ist ein großes, ordentliches Deckelfach, da kriegt man nochmal sein Portemonnaie, seine Medikamente, alles mögliche, was man da so braucht, rein. Hat schätzungsweise 2 bis 3 Liter Volumen, würde ich jetzt behaupten. Muss man natürlich gucken, wie man das am besten ausfüllt. 2 D-Ringe vorne dran, damit man nochmal besser damit alles verstauen kann. Ihr seht das ja mit dem Gurt hier hinten, dass man hier so dann so ein Zickzack-Muster zum Beispiel machen kann etc. Da sind natürlich ein bisschen eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. An den Seiten haben wir auf beiden Seiten Kompressionsriemen, einen hier, der obere ist mit Clips, der untere nicht.
Das ist mir schon mehrmals aufgefallen. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Den hier kann man also sozusagen nur anziehen. Und wenn man den ganz aufmachen will, dann muss man schon das erstmal rausfriedeln sozusagen. Aber es ist auch sehr viel Band verbraucht. Das heißt, man kann schon wirklich etwas Dickes hier dran anbringen. Und das auch hier oben mit dem Clips. Vielleicht ist es auch so gedacht, dass das hier unten mit auf beiden Seiten ebenfalls vorhanden, den kleinen Bodentaschen, einfach zum Reinstecken ist und dass man es hier oben einmal aufmacht und dann kann man es leicht raus und dann wieder reinstecken und das hier unten behält ungefähr seine Form. Dann nochmal unten dran, neben oder an den Packtaschen hier unten dran, die meistens ja für Wasserflaschen am besten geeignet sind oder zum Einschieben von irgendwas, zum Beispiel auch gerne mal von einem Fotostativ, denn dafür habe ich den auch gerne benutzt, sind hier unten nochmal zwei Schlaufen, an dem man nochmal weggezogen werden kann sozusagen. Die sind dann nochmal doppelt extra vernäht. Das sieht man hier. Ne? Hier nochmal eine extra dicke Naht, damit man zum Beispiel im Notfall davon abtransportiert werden kann mit dem Rucksack auf dem Rücken oder natürlich auch einfach, um den Rucksack dran zu heben, wenn er gerade schwer ist etc. Auf der Frontseite sehen wir einen, ja, wie sagt man, einen riemigen Deckel sozusagen. Ne? Den können wir einfach so hoch runternehmen, finde ich meistens am angenehmsten, wenn man einfach nur einen hat. Hier kann man dann noch mal ein bisschen was unterschieben. Dazu kommen wir aber gleich, wenn wir alles aufgemacht haben. Hier vorne, ne? Trekking, Eispickel, Skier, Befestigungsschlaufen, je nachdem, was man machen möchte. Und hier noch einmal einen richtig schönen dicken Henkel, an dem man gezogen werden kann, an dem man aber natürlich auch verschiedenste Utensilien etc. dran befestigen kann. Der ganze Rucksack an sich, so wie er hier ist, wiegt, glaube ich, knapp 1,134 Kilo, also knapp über 1,1 Kilo. Deckelfach mit Meshtasche. Gute Reißverschlüsse, wie immer. Hier passt eine ordentliche Hand runter. 1,5 Liter Volumen wahrscheinlich am besten für Dokumente. Der Rucksack an sich ist ein einziger, mehrstufiger nennt man das, Packsack. Das heißt, wir haben hier einmal durchgehend den Sack. Dann haben wir oben hier nochmal eine Schutzschürze, nennt man das auch gerne. Die dann zum Beispiel für Schnee, für Sand, für Dreck etc. ist. Das heißt, man kann aber auch mehr als bis hier rein tun. Das heißt, ich habe in den Rucksack schon mehr als 34 Liter reinbekommen, weil das man einfach mit außen dran machen etc. mit Stopfen und mit diesem Volumen hier oben, der Schneeschürze, der Dreckschürze, der Schutzschürze ausnutzen, natürlich noch mehr reinbekommt. Das Ganze ist dann auch zweistufig zuziehbar. Eigentlich praktisch fast nicht mehr zu erkennen, aber es war mal vorhanden, ist eine kleine Anleitung für Notlagen, wie man am besten auf sich aufmerksam macht, wie man ein SOS-Zeichen absetzt etc. Natürlich sehr praktisch. Das Problem ist, das ist jetzt mit der Zeit einfach abgerieben. Das heißt, ich kann es nicht mehr nutzen sozusagen. Das ist von mir aus ein kleiner Negativpunkt. Es ist aber nicht wirklich schlimm, ne? Hier oben einen kleinen Ring, damit man dort eine Trinkblase reintun kann, denn wir haben hier ein Trinkblasenfach. Ganz einfach gehalten, aber durchaus praktisch und haben dann auch hier außen einen kleinen Ausgang für die Trinkblase, für den Schlauch. Gleichzeitig kommen wir über zwei kleine Klettverschlüsse hier auch noch an die Innenplatte dran und wir merken dann hier, das ist keine Pappe, das ist Hartplastik mit Aluminiumstreben drinne. Ansonsten ist das Innere relativ unspektakulär. Im Prinzip ist das ein großer Packsack, was bei 34 Liter aber auch durchaus kein Problem darstellt, wie ich finde. Alle Nähte von Befestigungen etc. sind drin nochmal doppelt gegenvernäht. Das hier zum Beispiel ist außen ein Seitenkompressionsriemen, wie man hier sieht. Damit da mehr Band drum passt, hat man da so ein kleines Verlaufding gemacht. Und das hat man drin nochmal doppelt gegengenäht. Man merkt einfach sehr oft, dass in diesem Rucksack sehr gut vernäht worden ist. Es ist gutes Material benutzt worden und deshalb hält er auch so lang, wenngleich natürlich dieser Druck mit der Zeit jetzt sich abgerieben hat, beziehungsweise bestimmt hat auch die Sonne da ihr ein oder anderes übel getan. Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Am Brustgurt finden wir eine Signalpfeife. Tja, Standard mittlerweile, kostet ja nichts. Ich habe noch nie eine gebraucht, aber wenn man sie da mal braucht, dann freut man sich, dass man sie hat. Und zum Spielen ist es ja auch mal ganz wichtig. Noch eine Kleinigkeit, falls wir übrigens möchten, können wir auch die Hüftflosse entfernen, denn die ist hier drinnen so nur eingesetzt. Ja, sie hält sehr gut von selbst. Hier innen drin ist dann nochmal ein Klettverschluss. Da ist ein bisschen schwer ranzukommen, aber ihr hört das, er ist da. Ja, da.
Und dann könnt ihr die zum Beispiel auch noch rausnehmen, falls ihr die Hüftflosse nicht braucht, weil ihr nur 6, 7 Kilo drin habt, weil ihr ihn gerade als Tagestourenrucksack benutzt, etc. etc. Das heißt, wenn ihr weniger Kilo habt, kann es störend sein, so eine Hüftflosse zu haben. Mir ist das eigentlich ziemlich egal. Aber es ist nett, dass man das nochmal extra machen kann. Und vor allen Dingen, dass man es extra machen kann, ohne dass es besonders materialanfällig wäre dadurch. Tja, das waren die ganzen harten Fakten dazu. Am Ende natürlich wie immer mein kleines Fazit bzw. meine allgemeine Meinung einfach mal subjektiv rausgehauen. Ich hatte oder habe auch noch, ich habe mittlerweile sehr viele Rucksäcke, das heißt, einzelne kommen nicht mehr so oft zum Gebrauch. Sehr viel Spaß mit diesem Rucksack. Meine Frau hat diesen Rucksack dann sehr gerne oft dabei, weil ich ihn dir sozusagen ausleihe als Tagesrucksack etc., wenn wir auf kleine Wanderungen gehen, und die ist damit auch völlig zufrieden. Die war damit, glaube ich, auch mal in Venedig vor kurzem oder war es London? Ich habe gerade vergessen, welches von beiden. Auf jeden Fall kleine Städtereisen zum Beispiel kann sie damit sehr gut machen, weil er auch sehr schmal geschnitten ist. Dazu kommen wir nämlich auch zu dem Haupteinsatzgebiet. Dieser Rucksack ist, und das wird man gemerkt haben, wenn man sich ein paar der Funktionen angeguckt hat, eher als alpiner Rucksack bzw. Snowboard-Rucksack, als Skirucksack etc. benutzt, aber natürlich auch zum Klettern, weil er nicht dem Rücken überstehen soll. Er soll sehr genau exakt die Körperform sozusagen haben, damit man nirgendwo sonst hängen bleibt oder beim Umfallen sich damit irgendwas reinsticht etc. Deshalb ist er so gedacht und natürlich, dass man auch die Befestigungsmöglichkeiten und auch die Rausziehoptionen hat im Notfall. Die Henkel, die doppelt vernäht sind, wir erinnern uns. Trotzdem ist dieser Rucksack aber natürlich auch ganz normal benutzbar als Touren- und Tagesrucksack. Und gerade dadurch, dass er runtergesetzt ist, bekommt man für, ich glaube, 60 Euro war der letzte Preis. Ich gebe keine Garantie, dass der jetzt noch so ist. Bekommt man da einen sehr, sehr guten Rucksack. Das ist wirklich ein guter Preis für einen VD-Rucksack, weil VD hat wirklich sehr gute Qualität. Und was mir auch bei VD immer sehr gut gefällt, ist, dass sie von den Leuten bzw. den Firmen, die Rucksäcke herstellen, nochmal mit die besten Umweltbedingungen haben. Das heißt, sie achten am meisten darauf, wenig in die Umwelt reinzuleiten, sie zu belasten, weniger belastende Stoffe zu nehmen und auch die Angestellten ein bisschen besser zu bezahlen. Und wenn man dann so ein Auslaufmodell günstig schießen kann, dann ist das absolut in Ordnung. Natürlich bekommt man aber für 60 Euro auch andere Rucksäcke, die dann vielleicht sogar, ja, manchmal ähnlich, ein bisschen besser sind oder genauere Anforderungen an das haben, was man haben möchte. Ne? Es kann ja sein, dass man zum Beispiel für 60 Euro dann einen Rucksack bekommt, der vielleicht mehr Molle hat, weil man möchte Molle unbedingt haben. Wenn man aber mit den Funktionen hier als Tagestouren und vielleicht Wanderrucksack im Trekkingbereich bei sommerlichen Temperaturen gerne unterwegs ist und man hat was qualitativ Hochwertiges für einen günstigen Preis, dann hat man hier alles ist eigentlich, was man braucht. Tja, das war auch schon eigentlich alles, was so zu dem Rucksack zu erzählen war. Ein kleiner, liebgewonnener Partner von mir, leider nicht mehr so viel im Gebrauch, wie ich es gerne hätte, aber meine Frau benutzt ihn dafür umso öfter und wie gesagt, ein schönes Schnäppchen für den Preis. Wenn du noch weitere Videos sehen möchtest, zu Ausrüstung natürlich, auch viele Rucksackvideos kommen jetzt die Zeit raus, aber kamen auch schon raus, falls du dich für günstige Rucksäcke interessierst, zum Beispiel mein Amazon Basics Video. Hier links und rechts oben findest du dann weitere Videoempfehlungen von mir. Einfach mal durchklicken und unten in der Videobeschreibung findest du sonst alle Infos, die du brauchst. Wenn du da mal was nicht findest, einfach in die Kommentare schreiben, dann kann ich darauf antworten und dann wird der Tag ganz super. Ich sag dann mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.